Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Terra. Ja, durch meinen Geburtstag sind ja zwei Tage lang Terra ausgefallen. Jetzt hattet ihr vor zwei Tagen die letzte Instanz und jetzt können wir uns ganz normal unserer Arbeit hier wieder widmen. Aber ich würde sagen, bevor ich hier loswackel und die Quests abgebe, gucken wir nochmal schnell in der Gilde vorbei. Denn dort hat sich wieder ein bisschen was getan. So, hier Gildenleute sind wir ja mittlerweile schon ganz viele, auch wenn man vier oder fünf Leute nur einmal rechnen darf, weil das alles Twins sind. Dann schauen wir uns mal hier die Post durch. Was haben wir denn hier? Von Major Payne. Hi Bane, würde mich gerne hiermit bewerben. Mit freundlichen Grüßen. Auf jeden Fall darfst mit rein. Nee, nicht ablehnen, hier annehmen wollen wir. Sehr schön, Major Payne ist drin. Als nächstes haben wir Ritane. Hi Crazy Bane. Ich schaue deine Videos und finde sie super. Ja, das freut mich, deswegen darfst du auch in der Gilde. Nein, natürlich, ihr braucht nicht sagen, dass ihr mich super findet. Ich lasse euch auch so in die Gilde. Ich will euch ja nicht bestechen mit irgendwelchen dass ihr mir Komplimente machen müsst. Ihr könnt auch so. Oh, und Tane, natürlich. Da brauche ich gar nicht großartig lesen. Die kennt man ja mittlerweile auch schon von Neverwinter. Die alte Urlaubsfee. Alte habe ich nicht gesagt, die kleine Urlaubsfee, so wollte ich sagen. Mein Gott, heute fallen mir die Worte relativ schwer an. Hi Crazy, wäre gerne in der Gilde dabei. Lieb guck Tane. Ja, auf jeden Fall, auch du darfst in die Gilde rein und dann würde ich sagen, wackeln wir mal langsam los. Ich habe beim letzten Mal, als wir die Instanz aufgenommen haben, auch ein paar Tipps gekriegt von unserem, der Husarenkönig da. Hotka? Ich glaube, der hieß Hotka. Ich bin mir nicht mehr so sicher, es tut mir leid. Ich versinke hier bald im Boden, weil ich mir die Namen einfach nicht merken kann. Da habe ich ein paar Tipps gekriegt, wie man einen Berserker spielt, aber ich habe alles schon wieder vergessen. Hey, freut mich, dass es geklappt hat. Da kriege ich auch schon die erste Nachricht. Moment, wir müssen mal eben was... Achso, ich muss hier Alt drücken. Flüstern. Ja, hallo. Ja, hallo. Erstmal. So. Und wie gesagt, ich habe alles vergessen. Ich soll irgendwelche Fähigkeiten ziehen, die mir Mana geben, damit ich nicht immer mit meinen normalen Schlägen Mana aufladen muss. Ob ich das umsetze, ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier die Quests abgeben. Wir müssen hier oben wieder in dieses komische Höllenloch rein, wo der NPC steht. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir als nächstes hingebracht werden. Beziehungsweise wir haben dann ja noch eine Dreier-Questreihe und dann geht es, glaube ich, auch schon in die neuen Gebiete, liebe Freunde. Hätte ich nicht gedacht, dass das dann doch so schnell geht mit den ganzen Quests. Müssen wir mal schauen. So, Major Payne, sorry, wenn ich jetzt gerade nicht antworte, weil dann kann ich ja im Let's Play dranbleiben. Ich antworte dir dann wieder nach dem Part. So, was haben wir hier? Für die Föderation. Ich muss mir schon mal die Stimme merken. Glückwunsch, ich fühle eine Veränderung in der Welt, Crazy Bane. Zweifelsohne sind jetzt unsere Clans wieder ganz normal. Was? Zweifelsohne wird jetzt unser Clan wieder ganz normal altern. Entschuldigung. Ich hatte gerade einen Frosch im Hals. Die Konsus brauchen eine neue Aufgabe, vielleicht sogar einen neuen Anführer. Aber seid nicht traurig, ich bin's ja auch nicht. Vielleicht kann ich ja reisen. Danke. Okay, damit haben wir das abgeschlossen. Dürfen jetzt hier mit den... Och du Scheiße, wir haben hier zwei Kasperköpfe. Was hat denn Major Payne schon wieder? Wenn du nicht in der Aufnahme bist und ein paar Minuten Zeit hast, würde ich dich gerne was fragen. Gib mir noch 17 Minuten, dann ist der erste Part... Schreibt man doppelt... Nee, schreibt, ist schon richtig. Part fertig. So. Gut, nächste, quatschen wir mal an. Müssen wir jetzt mit beiden quatschen oder ist das egal? Vorball das Augen, so heißt es. So. Mistelsworte sind zum Verrücktwerden. Was nutzen ihre Vorhersagungen, wenn wir nur Kauderwelsch reden? Was, wenn sie nur Kauderwelsch redet? Wenn sie die Zukunft sehen kann, kann sie nicht meine aus ihrem Gerede resultierenden Verwirrung sehen? Mein Gott. Deshalb betreiben wir Forschung. Vermute ich. Und wir haben viel Neues zu untersuchen. Ihr übertrefft, was Elsine über euch sagte, Crazy Bane. Ich wünsche euch alles Gute. Viel Glück, Alays.
okay, der ist soweit fertig, jetzt müssen wir noch mit Elsine sprechen. Der alten Biene. Elsine, die alte Biene. Crazy Bane, die Legende wächst. Niemand weiß, was ihr im Tempel freigesetzt habt. Aber jetzt ist aber jeder ist gespannt darauf. Ich helfe beim Katalogisieren von Tafeln. Dann sucht mehr verlorene Artefakte. Was? Ich helfe beim Katalogisieren von Tafeln. Dann sucht mehr Artefakte. Aha, verlorene Artefakte. Aha. Vielleicht sehen wir uns wieder. Das würde mir gefallen. Naja, mehr oder weniger würde mir das gefallen. So, jetzt müssen wir gucken, wir müssen hier jetzt noch hier mit dieser hässlichen Prinzessin wieder sprechen. Ich hasse Störungen. Ja, ja, ich hasse dich auch. Arschloch. Unglaublich. Die Welt ist... Achso, Moment, die hat... das ist aber eine tiefe Stimme für eine Prinzessin. Die Welt ist gesünder und die Elfe ist frustriert. Was? Die Welt ist gesünder und die Elfe ist frustriert. Entschuldigung. Meine Arbeit hier ist getan. Es ist Zeit, nach Poporia zurückzukehren. Meine Schwester und ich sollten reden. Lasst sie das Banner haben. Lasst sie die Königin sein, wenn sie will. Streit ist eine Verschwendung an Energie, die ich mir nicht leisten kann. Versprochen, gesprochen wie ein wie eine Anführerin. Ja, gut, ich wollte, dass ihr das bekommt. Tragt es das nächste Mal, wenn euch was auffressen will. Tragt es das nächste Mal, wenn euch was auffressen will. Macht keine Dummheiten, wenn ich nicht dabei bin. Lasst es euch gut ergehen, Rida. Ah, die Prinzessin vertragen sich also langsam. Das ist ja immer sehr, sehr schön. So, als nächstes heißt es für uns, wir müssen mal gucken, dass wir... Nee, das war wieder der falsche Knopf. Ich wieder mit meinen falschen Knöpfen, das ist sensationell. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal an. Genauer. Da müssten wir mit irgendwem sprechen. Da müssen wir mal eben gucken, mit wem wir da sprechen sollen. Adria. Wo ist denn wo zur Hölle ist das denn? Insel der Dämmerung? Insel der Dämmerung? Ist das nicht das, wo wir hergekommen sind? Ach du heiliger Hergesangsverein, was zur Hölle? Okay, da habe ich jetzt aber eine Idee, bevor ich hier wieder lange durch die Gegend spaziere. Nee, das war falsch, da in die Richtung müssen wir. Fangen wir mal hier an, uns dahin zu porten. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir zur Insel der Dämmerung kommen am besten. Ob wir da von hier aus direkt rüber fliegen können oder ob wir von Velika aus fliegen müssen. Ich fürchte bald, dass wir von Velika aus fliegen müssen, aber dazu könnten wir ja eigentlich einen Spezialwarenhändler aufsuchen, der uns eine Schriftrolle oder sowas verkauft. Wir schauen jetzt erstmal, ob wir da überhaupt so von hier aus hinfliegen können. Wo wäre denn Spezialwarenhändler? Welches Symbol war denn das? Das ist eine gute Frage. Schauen wir später. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir da vielleicht hinfliegen können. Und dann muss ich gleich mal schauen, welches der Spezialwarenhändler hier ist. Vielleicht hätte ich auch einfach nur erstmal sicherer Ort machen sollen. Und dann hätte ich im sicheren Ort, wo wir nicht ganz so großes mal das Ding besorgen sollen. Müssen wir mal schauen, wie schaut es inventartechnisch aus? Ah, das reicht noch, das reicht noch. Da haben wir noch ein bisschen, Platz. Jetzt können wir hier erstmal wieder, zack, sehr schön, dass wir unsere Fähigkeiten wieder machen können. So, und dann gucken wir mal. Hier ist der komische Hutmann. Ja, ja, fliegen bitte. Natürlich funktioniert das nicht. Ich habe jetzt aber keinen Bock, dahin zu fliegen. Deswegen müssen wir mal eben auf die Mappy gucken. So, Kaya-Tor. Ach, guck mal, da ist sogar noch eine Quest zum Abgeben. Ist ja nett. Rebeton. Keine Ahnung, was das ist. Das ist ein normaler Händler. Flugmeister. Teleportal. Händler. Scheiße, gibt es überhaupt normale? Oder Spezialwarenhändler? Das ist ein Portal. Gibt's hier gar nicht, wa? Einen Moment, ich muss mal kurz pausieren. Bis gleich. So, und da bin ich schon wieder. Es tut mir gerade leid, dass ich so kurzfristig unterbrechen musste, aber der Kater hat wieder einen Urks gemacht. Er hat wieder einen ganzen Aschenbecher ausgeräumt. Ich finde den Spezialwarenhändler nicht. Ich glaube, hier gibt es gar keinen. Das heißt, wir werden jetzt dann wahrscheinlich doch fliegen. Beziehungsweise erstmal werde ich erstmal die Quest abgeben. Aber wenn wir hier noch eine Quest haben, warum sollten wir die Erfahrungspunkte nicht mitnehmen? Und dann schauen wir mal, wo uns diese Dreier-Quest-Reihe hinführt. Instanzen sollten das ja nicht sein, müssen wir mal schauen. Gucken wir einfach mal. Und dann muss ich auch noch herausfinden, wie ich in die neuen Gebiete komme. Aber das wird mir bestimmt irgendwie in der Quest erklärt oder sowas.
da gehe ich mal ganz schwer von aus. Wenn nicht, dann ist das Spiel ganz schön kacke Arsch zu mir. Aber das mobbt mich ja sowieso immer, das Spiel, von daher. So. Hier müssen wir rein und dann müssen wir da gleich beim Questgeber sein. Ich glaube, hier sind wir bisher auch noch nie lang gerannt, oder? Ich bin mir da nicht sicher. Ist das hier richtig? Ja, hier sieht es auf jeden Fall richtig aus. Hier können wir mit einer quatschen. Was ist das denn hier für eine? Oh, wir haben 30 Gold bekommen. Warum? Weiß kein Mensch. Hier nehme ich aber nichts mehr an. Denn wir haben die Quest jetzt soweit erstmal abgeschlossen. Da wir hier sowieso erstmal keine Quest mehr machen müssen, müssen wir mal gucken. Gibt es hier nicht auch noch Flugmeister? Hier gibt es natürlich wieder keine Flugmeister auf der Seite, wo wir jetzt sind. Ist ja super. Da vertrödeln wir heute schon wieder den ganzen Part nur mit rumwandern. Ja, heute bin ich auch mal wieder ein bisschen im Stress. Im Moment bin ich nur noch im Stress, muss ich sagen. Im Moment ist das ganz schlimm. Weil ich immer so kurzfristig aufnehme. Sollte ich vielleicht in Zukunft mal wieder ein bisschen vermeiden. Denn ich muss das heute, wie gesagt, aufnehmen, dann noch rendern und direkt hochladen. Weil sonst gibt es für morgen keine Folge mehr. Beziehungsweise sonst kriegt ihr die Folge nicht mehr pünktlich. So, und wir fliegen jetzt nach Velika. Warum zur Hölle müssen wir eigentlich zur Insel der Dämmerung? Insel der Dämmerung ist doch von 1 bis 11. Vom Level her. Aber vielleicht müssen wir da nur... Das wird bestimmt sehr nervig. Das wird bestimmt sehr nervig, dass wir da hin müssen, mit der quatschen müssen und dann müssen wir wieder komplett ans andere Ende der Welt. Aber dafür habe ich dann ja wenigstens schon mal mein Zauber. Oder funktioniert der nur einmal in ein paar... Hallo? Achso, ich kann jetzt hier nicht rumklicken. Alle paar Minuten, das weiß man nicht so genau. So, da hinten fliegen wieder die Argonenviecher herum. Ist mir uns aber egal, denn wir haben die Argonen schon ausgeschaltet. Die machen nichts mehr. Die fliegen dann nur noch so rum. So, und dann, wir könnten ja eigentlich während des Fluges nochmal ins Questlog gucken, weil Regionsquest Velika können wir mal dran lassen. Feendickicht nehmen wir jetzt einfach mal raus. Nehmen wir die jetzt einfach alle mal raus? Ja, komm, wir nehmen die jetzt einfach alle mal raus. Wir nehmen jetzt... Was? Bitte was? Wieso kann ich die Quest nicht rausnehmen? Oder kann ich das nicht, weil ich gerade auf dem Flieger bin? Doch, das geht. Das geht auch nicht? Wollt ihr mich verarschen? Wieso kann ich die Quest nicht abbrechen? Okay, wenn da einer hier eine Antwort für mich hat, dann gib mir da doch mal bitte Bescheid, weil, wie gesagt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, warum ich die Quest nicht aufgeben kann, weil eine 2, ist das eine 7, 57 oder eine 52? 57er Quest für Feen am Werk interessiert mich doch gar nicht mehr. Naja, schauen wir mal. Wenn wir die bis zum Ende nicht machen können, dann würde ich sagen, werden wir die auf jeden Fall irgendwann nochmal nachschieben. Das hört sich eigentlich nach einem Plan an. So, was haben wir denn hier noch eigentlich? Da ist noch eine rote Quest. Ach, das, die rote Quest ist bestimmt die, die wir bekommen, wenn wir in das neue Gebiet wollen. Das wird wohl sein. Jetzt gehen wir erstmal hier nach Velika, quatschen da die eine Trulla an, da wo das Fragezeichen ist, was man jetzt schon sieht. Damit wir das da auch schon mal weg haben. Die ist natürlich ganz hinten drin, ne? Naja, das ist natürlich ein bisschen ätzend, aber komm, da gehen wir trotzdem hin. Jetzt ist der Part sowieso schon so gut wie gelaufen, da können wir das auch noch eben mit verjuckeln, die Zeit. Ich würde gerne den Part länger machen, aber wie gesagt, ich muss das heute alles noch rendern und hochladen, deswegen lasse ich den dann bei 20 Minuten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir da, wenn ich da so viel Schrotterkram gemacht habe. Aber es geht einfach nicht anders. Ach, was war das denn? Diesmal nicht abgesattelt? Sonst sattelt der da doch immer ab. Naja. So, da ist wieder unsere gut bestückte Maus. Da gehen wir mal ganz schnell dran vorbei. Und dann sind wir eigentlich schon wieder hier, ne? Gibt es eigentlich jetzt noch irgendwie einen Taschenplatz oder sowas? War da nicht irgendwie was? Oder hatten wir jetzt mittlerweile schon alle? Wir können ja nochmal gucken. Ne, irgendwas ist noch zu. Wird das uns angezeigt? Ne, kriegen wir natürlich nicht angezeigt, wie wir an den letzten Taschenplatz kommen. Wenn das einer von euch weiß, bitte einmal Infos rausgeben.
So, und hier haben wir, glaube ich, gleich irgendwo den Questgeber. Da ist er doch. Sieg für Valkyr. So, haben wir die jetzt soweit abgegeben? Ich glaube, ja. Okay, die haben wir soweit abgegeben. Fertig, gab überhaupt gar nichts dafür. Hat sich super gelohnt, da hin zu wandern. Nein, eigentlich gar nicht. Aber nun gut, was soll's. So, und jetzt würde ich sagen, werden wir uns mal zur Insel begeben und mal gucken, was da so los ist. Wir kommen also wieder komplett zum Anfang des Let's Plays zurück, wo unsere große Reise gestartet hat. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht kommt ja jetzt die Überstory, so dass wir sagen, wow, geil, hat sich voll gelohnt, aber wahrscheinlich eher nicht. So, das heißt für uns natürlich wieder hier durch. Und einmal hier zum Flugmeister und dann gucken wir mal, dass wir zur Insel der... Halt, Moment, ich muss nicht erst absteigen, sonst macht der mir, schnoddert der mich doch da wieder voll. So, wir fliegen zur Insel der Dämmerung. Jawohl, draußen mautzt natürlich wieder der Kater, den ich gerade rausgeschmissen habe, weil er Scheiße gemacht hat. Besser kann es ja heute gar nicht laufen. Dann werde ich mich gleich erstmal, wenn der Part vorbei ist, um die Bedürfnisse von Major Payne kümmern. Und den Aschenbecher wieder einräumen, eine Kater wieder reinlassen, damit er die Schnauze hält. Dann knebel ich den vielleicht und lege den aufs Sofa. Dann kann er wenigstens keinen Schrott machen. Mmh, das hintere Pferd schnuffelt meinem am Hintern. Mmh. So, jetzt müssen wir doch... Wo ist denn... Wo fliegt der denn? Was fliegt der für eine komische Runde? Wo ist denn das Portal eigentlich? Ach, das ist wieder da hinten, ne? Wo wir hergekommen sind, glaube ich. Oder wo fliegt der Viech jetzt hin? Doch, das muss... Ja, doch, da ist das Portal. Haben sie gut versteckt. Hätten sie auch ruhig ein bisschen näher ran machen können. So, und dann sind wir gleich wieder auf der Insel der Dämmerung. Mal gucken, was da so los ist. So, da sind wir auch schon wieder an unserem alten, gewohnten Ort. Müssten eigentlich da... Oh, Gott sei Dank, wir landen sogar da in der Nähe. Das ist hervorragend. Und wie lange wir das hier schon nicht mehr gesehen haben... Ist schon ein bisschen krass. Dass der da immer solche Kringels fliegt, ne? Das ist... Man könnte so viel schneller da sein, aber nein, es muss erstmal eine Sightseeing-Tour gemacht werden. Und jetzt fliegt er auch noch, als ob der da im Sonntagsflug ist. Heiligsblechle. Vielleicht hört man es sogar noch ein bisschen. Ich habe immer noch eine taube Zunge, was sehr, sehr, sehr bescheiden ist. Aber wie gesagt, ich habe ja im Internet auch schon gelesen, das kann bis zu ein paar Monate dauern, bis die Zunge wieder vollständig da ist, wenn da so ein Zungennerv getroffen wurde mit Betäubungsmittel. So, und jetzt müssen wir eigentlich, jawohl, jetzt können wir aufsatteln, dann reiten wir da noch eben hoch, gucken, was der Fritze da von uns will. Hier passiert uns ja auf der Insel sowieso nichts, die Gegner sind ja alle neutral. Wie komme ich da jetzt am besten hoch? Einmal hier, wa? Das sieht gut aus. Jo, das sieht sehr gut aus. Aber liebe Freunde, ich würde sagen, bevor wir hier mit dem Fritzen quatschen, werde ich an dieser Stelle einen Cut setzen. Und dann geht es hier an dieser Stelle in 2 Tagen zum nächsten Part wieder weiter. Ich hoffe natürlich auch, dass wir hier nichts großartig gemacht haben, dass ihr trotzdem Spaß hattet. Und schaltet doch einfach in 2 Tagen wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.